so fucking warm einfach. Es ist nicht mehr normal. Wieso ist es hier so warm? Hallo, guten Morgen. Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe euch vor ein paar Tagen mal auf Instagram gefragt, was so Dinge sind in Star Stable, die euch so richtig nerven. Und es kam halt wirklich so fucking viel zusammen. Und in diesem Video möchte ich das einfach mal so ein bisschen, ja, präsentieren, damit jeder so weiß, was den anderen nervt und jeder so up to date ist. Ja, genau. Folgt mir gerne auf Instagram, ich blende hier nochmal meinen Instagram-Namen ein. Und dann würde ich sagen, starten wir auch direkt mit dem Video und ich fange direkt mit der ersten Sache an, die mich persönlich nervt. Und zwar ist es der Global-Shop. Denn angenommen, ich möchte mir jetzt, das ist jetzt wirklich meckern auf hohem Niveau, aber wir können das mal kurz demonstrieren an irgendwas, was vielleicht nicht so sackteuer ist, weil ich möchte jetzt hier nicht mein ganzes Geld ausgeben dafür. Angenommen, ich möchte mir jetzt diese Schabracke kaufen. Und dann noch die daneben. Und ich will mir erst die kaufen. Dann drücke ich hier auf Kaufen. Und dann springt aber der Globalshop wieder nach oben. Heißt, ich muss dann erst wieder ewig suchen, um diesen Punkt zu finden, wo ich diese andere Schabracke will. Und das nervt mich. Das nervt mich richtig, Freunde. Ich habe es jetzt auch schon wieder gerade verloren. Ich weiß nicht, wo sie ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ist was, was mich ultra nervt, dass der Globalshop nicht einfach an einer Stelle stehen bleiben kann, auch wenn man was kauft, sondern dass halt immer wieder nach oben springen muss. Das finde ich persönlich super nervig. Kommen wir zur ersten Sache, die euch nervt. Und zwar hat jemand kommentiert, dass man Mähne und Schweif nicht getrennt voneinander ändern kann. Und da muss ich sagen, das finde ich auch ein bisschen doof. Also beim Araber, da kann man ja jetzt den Schweif eh nicht ändern. Der Schweif bleibt eh immer gleich. Aber bei vielen Pferden kann man ja den Schweif ändern und die Mähne. Und ich finde das auch ziemlich cool, wenn man einfach Mähne und Schweif getrennt voneinander ändern könnte. Einfach damit man noch ein bisschen mehr Individualität auch reinbringen kann. Und das geht halt irgendwie einfach nicht. Man kann halt wirklich nur so in einem Set quasi ändern. Und das finde ich persönlich auch ziemlich doof. Die nächste Sache, die auch viele von euch nervt, ist, dass es keinen Bus mehr gibt. Also ich weiß nicht, wer schon so lange Star Stable spielt, dass er noch den alten Bus kennt. Ich guck mal, vielleicht kann ich irgendwo noch mal ein kleines Video finden oder irgendwie ein Foto, wo man einen Bus sieht. Aber für die alten Star Stable Spieler, die wissen auf jeden Fall, dass es hier in Fort Pinter einen Bus gab, auf den man immer alle 3 Minuten warten musste. Und dann musste man mit einem Busticket quasi dort einsteigen und dann konnte man in ein Shopping Center fahren. Und das nervt viele, dass es das nicht mehr gibt. Und ich muss sagen, ich war auch sehr, sehr traurig, als es das nicht mehr gab, weil das war irgendwie mal voll cool. So, ja, ich warte auf den Bus und jetzt gibt es den halt irgendwie nicht mehr. Finde ich auch nicht so super, muss ich sagen. Das nächste, was auch ein paar Leute genervt hat, ist, dass der Transport 2 Starcoins kostet. Weil hier steht ja entweder 25 Schillinge oder 2 Starcoins. Aber es ist halt scheiße, wenn man so jemanden wie mein Bruder hat, der dann auch Spaß mit Starcoins gezahlt hat. Das ist dann natürlich auch super nervig. Oder wenn man aus Versehen sich verdrückt und dann mit Starcoins zahlt, das ist natürlich der schlimmste Moment im ganzen Leben. Aber gut, ne? Was willst du machen? Kannst du nichts machen. Aber es ist sehr nervig, das stimmt. Hier hat jemand geschrieben, ich finde es doof, dass Star Stable YouTuber oder YouTuberinnen nicht gesponsert werden, zum Beispiel mit Starcoins oder so. Und da muss ich sagen, ich habe mir das durchgelesen und dachte mir, hä, wie schlau ist das? Weil eigentlich rein theoretisch präsentieren Star Stable YouTuber ja das Spiel, wodurch eventuell noch mehr Spieler das Spiel spielen. Heißt, es wäre doch nur fair, wenn man gesponsert wird. Also ich fände es sau cool natürlich, wenn man Starcoins bekommen würde. So einmal im Monat, keine Ahnung, 2000 Starcoins oder so. Das wäre halt schon richtig, richtig edel. Aber wird wahrscheinlich nie passieren. Und wenn, dann wird wahrscheinlich jeder Hinz und Kunz auf einmal anfangen, Star Stable zu spielen, weil sie hoffen, dass sie gesponsert werden. Aber ich fände es auch mega cool, wenn man vielleicht mal irgendwie so einmalig gesponsert wird. Also Star Stable, falls ihr das seht, ich habe Interesse. Ich würde gerne gesponsert werden. Die nächste Sache, die auch mega viele nerven, ist, dass man nicht richtig leicht traben kann, beziehungsweise, dass man auf einem Fuß leicht trabt. Also zum Beispiel hier, ihr seht ja,
ich trabe nicht wirklich im Takt. Also irgendwie, ich stehe irgendwie ab und zu mal auf, dann setze ich mich mal wieder hin. Dann ist es irgendwie so, also ich kann jetzt auch nicht sagen, auf welchem Bein ich leicht trabe, weil ich halt irgendwie nicht so wirklich im Takt auch mitschwinge. Gut, okay, wir rennen jetzt zwar gerade durch die Büsche durch, aber ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Es gibt ja jetzt bei den neuen Pferden, da kann man ja so eine spezielle Gangart machen. Das sieht dann so aus, als würde der Reiter den Trab aussitzen. Das finde ich persönlich ziemlich, ziemlich cool. Aber trotzdem kann man nicht richtig leicht traben oder auch auf einer Hand galoppieren. Also quasi, das Pferd hat immer den gleichen Galopp. Also man kann jetzt nicht rechts oder links Galopp, das funktioniert da leider nicht. Das finde ich auch ein bisschen schade, weil das Ganze es einfach ein bisschen realistischer machen würde. Genau. Das nächste, was viele von euch nervt, ist das Jorvik-Schillinge-Limit. Also, dass man nur 10.000 Schillinge haben kann. Und da habe ich mich auch schon so oft gefragt, wo ist da der Sinn dahinter? Also ich verstehe es nicht wirklich, weil man kann ja auch unendlich viele Starcoins haben. Klar, man zahlt dafür Geld. Aber warum gibt es ein Jorvik-Schillinge-Limit? Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, warum ihr denkt, dass es ein Jorvik-Schillinge-Limit gibt. Aber ich verstehe es nicht so ganz. Und es fuckt so ab, wenn man irgendwie questet oder irgendwas macht und auf einmal steht dir die ganze Zeit, du hast dein Jorvik-Schillinge-Limit erreicht. Ja, Bruder, aber warum gibt's das überhaupt? So, hä? Löscht's halt einfach. Also, keine Ahnung, jetzt vielleicht nicht 10.000, sondern 50.000. Das wäre halt nochmal eine deutliche Spanne nach oben. Aber 10.000 Jorvik-Schillinge, das ist halt nicht viel. Und wenn man halt auch jeden Tag levelt und dann vielleicht noch questet und Rufquests macht, dann ist das halt auch schnell erreicht, ne? Deswegen ist es halt einfach scheiße. Und wenn man dann andersrum überlegt, dass man ein Kleidungsstück für 9.000 Jorvik-Schillinge bekommt, dann hat man halt schon fast wieder kein Geld mehr. Also das ist alles so eine Logik, die verstehe ich auch nicht so ganz und das nervt mich unnormal. Was auch super viele nervt, ist die Programmierung der Fahnen, sage ich jetzt mal. Denn es gibt viele Rennen, ich weiß jetzt gerade leider nicht welches, aber ich kenne auch ein paar Rennen, beziehungsweise auch beim Fort Pinter Championat, dass die Fahnen nicht richtig programmiert sind. Das bedeutet, wenn man jetzt zum Beispiel hier außen vorbei reitet, dann bekommt man manchmal eine Fahne nicht oder man rennt 5 Meter neben der Fahne vorbei und kriegt den Checkpoint noch. Also die Fahnen, die da programmiert sind, das ist wirklich manchmal echt ziemlich scheiße und man muss immer hoffen, dass man gerade so die Fahne bekommt, beziehungsweise man weiß nicht, wo die Fahne jetzt aufhört beim Programmieren. Und das ist echt super nervig, weil man manchmal durch die Fahne rennt und man kriegt die Fahne nicht und denkst so, hä, warum kriege ich jetzt die Fahne nicht? Ich bin auch durchgerannt. Und dann ist er einfach scheiße programmiert und man ist halt gerade nicht durchgerannt. Und das verstehe ich auch nicht, warum man denn, wenn man doch schon so rechts und links so zwei Fahnen hinmacht, um durchzureiten, warum, wenn man dann durchreitet, die Fahne nicht bekommt, weil es einfach nicht so gescheit programmiert ist. Das finde ich ziemlich nervig und das finden viele von euch auch ziemlich nervig. Und wir müssen einfach mal an Star Stable appellieren, dass sie bitte mal die Fahnen gescheit programmieren sollen. Das wäre, glaube ich, auch für Championate auch viel besser und generell so für das ganze Star Stable sein. Wäre es irgendwie ein bisschen cooler, wenn einfach die Fahnen besser programmiert wären. So, das nächste, was auch sehr, sehr viele nervt und was mich auch super nervt, ist dieses, du bist gefährlich gestürzt. Also wenn man irgendwo runterfällt und man stirbt und dann ist man wieder an der Stelle, wo man runtergefallen ist. Zum Beispiel, wenn man sich irgendwo reinbuggen will oder wenn man an irgendeinen Ort will, wo man ein schönes Foto macht und man kommt dort einfach nicht hin, weil man einfach die ganze Zeit stirbt. Und im Endeffekt wird dein Pferd wahrscheinlich noch abgeholt, weil du dann deinem Pferd so viel Schaden zugefügt hast, dass es einfach gestorben ist und dann wirst du zum Heimatstall zurückgebracht. Das ist auch was, was so krass nervt einfach. Also seitdem es ja den Fotomodus gibt, seitdem kann man sich ja ein bisschen safen, sage ich jetzt mal, und ein bisschen helfen. Aber wo es den Fotomodus noch nicht gab früher, da hatte man gefühlt keine Chance, irgendwo einen Berg runter zu glitschen, ohne dass man stirbt. Mit dem Fotomodus wurde das Ganze ja ein bisschen besser, aber es ist immer noch ziemlich schlecht gemacht und einfach doof. Einfach, also verstehe ich, nervt mich auch. Der nächste Riesenfaktor, der mega, 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 mega aufgeschrieben wurde, war der Chat. Zum Beispiel, wir schreiben jetzt hier mal, keine Ahnung, was schreiben wir denn jetzt? Deine Nachricht wurde nicht für den Chat freigegeben. Und das ist sowas Dummes einfach und das nervt so krass. Ich weiß nicht, wer den früheren Chatfilter noch kannte, wo man, wenn man irgendwas nicht geschrieben hat, dass dann sowas kam. Also, dass dann so Hashtags kamen. Das war viel besser. Da konnte man wenigstens sehen, was man falsch geschrieben hat. Aber wenn ich jetzt einen ganz langen Satz schreibe und dann steht einfach nur da, der Nachricht wurde nicht für die Chat freigegeben, dann weiß man nicht,
was man falsch geschrieben hat, und das nervt so krass. Und ich hoffe irgendwie, dass es irgendwann mal behoben wird, weil das nervt, glaube ich, jeden. Das nervt, glaube ich, wirklich jeden. Das Letzte, was auch mega viele nervt, ist, dass man irgendwo gegenrennt, gegen irgendeine unsichtbare Wand oder in den Boden knallt, weil Star Stable den Boden nicht gescheit programmiert hat oder die Wand oder wie auch immer. Und ich glaube, das kennt jeder, vor allem in Championaten oder so, dass man irgendwo gegenrennt und du denkst dir so, hä, da war doch jetzt gerade gar nichts. Warum bist du jetzt irgendwo gegengerannt? Ich glaube, das kann jeder unterschreiben, dass es einfach nur absolut nervt und schlimmster Moment im Championat ist. Ja, aber ich glaube, in so einem großen Spiel wird es immer irgendwelche Sachen geben, die halt einfach nicht gescheit programmiert wurden, beziehungsweise wo sich Fehler einschleichen. Aber das ist halt schon wirklich sehr, sehr nervig. So, Freunde, das war's an dieser Stelle mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet ein paar Dinge nachvollziehen. Wenn ihr noch ein paar Sachen habt, die euch wirklich an Star Stable nerven, dann schreibt ihr mir gerne mal in die Kommentare. Und wenn ihr noch einen zweiten Teil wollt, dann folgt mir gerne auf Instagram. Vielleicht mache ich sowas ja nochmal. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier auf meinem Kanal. Und bis dahin wünsche ich euch eine ganz wunderschöne Zeit. Ciao, ciao!